Subaru LeVorg. Ein echter Sportstourer mit reichlich Laderaum und hoher Flexibilität für jedes Abenteuer. Erleben Sie den LeVorg beim Subaru Autohaus Zimpel und Franke in Schwarzenberg. RTV Kompakt beschäftigt sich jetzt mit diesen Fragen. Wahl, was soll ich mal werden? Quiz, welches Wort ist gesucht? Und Tipp, was wird am Wochenende geboten? Und Veranstaltungstipps gibt es heute reichlich. Glück auf, gut, dass Sie da sind. Mecklenburg-Vorpommern hat kürzlich gewählt. Berlin tut es am kommenden Sonntag. Wenn dann 2017 ein Bundestag gewählt wird, sind wir auch gefragt und haben zu entscheiden, wer zukünftig das Erzgebirge in Berlin vertritt. Der Jürstädter Günther Baumann, lange Jahre für die CDU im Bundestag, will nicht mehr. In seiner Partei haben sich schon einige Kandidaten in Stellung gebracht. Und dann sind ja noch die anderen Parteien im Spiel. Bleibt die Qual der Wahl. Die haben auch die, die im nächsten Jahr gerade noch zu jung sind für die Wahl. Was soll ich mal beruflich machen? Das Angebot ist groß. Die Unternehmen brauchen Nachwuchs. Die Jugendlichen stehen tatsächlich vor einer Berufswahl. Sie müssen nicht mehr nur das nehmen, was gerade gebraucht wird, oder das Erzgebirge verlassen. Um bei der Wahl zu helfen, gibt es im Erzgebirge Ausbildungsmessen. Nicht jeder hat das Talent zu einem Fußballer. Nicht jeder kann Musiker werden. Aber wie sonst sein Geld verdienen? Jungen Leuten im Erzgebirge bieten sich mit Blick auf die Berufswahl mehrere gut organisierte und zweckmäßige Orientierungsmöglichkeiten. Neben der Woche der offenen Unternehmen sind die vier über den Erzgebirgskreis verteilten Ausbildungsmessen ein geeignetes Angebot. Deren neue Saison begann am vergangenen Sonnabend mit der Auftaktveranstaltung in Annaberg-Buchholz. Dabei erlebte die Silberlandhalle ein beeindruckendes Angebot und großes Interesse bei den potenziellen Nachfragern. In Annaberg-Buchholz jährte sich diese Großveranstaltung zum 10. Mal. Zeit für ein Fazit der Veranstalter rund um die Wirtschaftsförderung Erzgebirge. Also 10 Jahre volles Haus ist immer begeisterungswürdig. Von 66 Ausstellern jetzt auf 107 angewachsen. Das Haus ist voll. Das ist toll. Und jetzt haben wir einen totalen Wandel erlebt in der Zeit. Am Anfang ging es darum, wie komme ich zu einer Lehrstelle? Das heißt, wir hatten ein Überangebot an Schülern und viel zu wenig Ausbildungsstellen. Jetzt hat sich es total gewandelt. Wir haben ein Überangebot an Ausbildungsstellen und viel, viel zu wenig junge Leute, die besonders eine duale Ausbildung machen, die ganz wichtig ist. Also innerhalb von 10 Jahren so ein Prozess ist rasant. Und jetzt ist natürlich schön, jetzt muss man sehen, dass man seine Stelle findet. Das, was einem Spaß macht, da wo man auch ausgefüllt ist dabei, wo man auch natürlich entsprechend was verdient, wo man leben kann davon. Und das ist eine ganz andere Situation. Wir haben also jetzt einen Ausbildungsmarkt, weil ein Angebot da ist. Das unterstreichen auch Zahlen der Arbeitsagentur im Erzgebirgskreis. Zum Ausbildungsbeginn 2016 waren im Erzgebirgskreis noch 555 Lehrstellen unbesetzt. Demgegenüber standen 224 Bewerber, die noch keine Ausbildungsstelle gefunden haben. Rein rechnerisch stehen damit für jeden unversorgten Bewerber mehr als 2 Ausbildungsstellen bereit. Es gibt aber auch Berufe, in denen Bewerber aufgrund vieler freier Lehrstellen sehr gute Erfolgsaussichten haben. Dazu gehören beispielsweise die Berufe Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik, Zerspannungsmechaniker, Restaurantfachmann, Köche, Hotelfachmann oder Bäcker. Stichwort Fachkräftemangel. Es fehlt am Nachwuchs. Klar, die Entwicklung, die wird noch dramatisch werden, weil die jungen Leute weiter fehlen und weil viel mehr Ältere ausscheiden aus den Unternehmen als jüngere nachwachsen und weil unsere Unternehmen nach wie vor wachsen wollen, denn wir haben viele inhabergeführte, gute Unternehmen in der Region, die eigentlich noch größer werden wollen, die eigentlich Fachkräfte brauchen. Deshalb werden die jungen Leute nicht reichen und unser Motto hier geblieben, deine Chance im Erzgebirge, das steht natürlich. Wir müssen sehen, dass jeder sich hier wiederfindet und jeder kann hier bleiben, keiner muss mehr weggehen. Und ich muss dazu sagen, wichtig ist natürlich auch, Gymnasiasten zu gewinnen. Denn ich muss heute sagen, mit einer guten Berufsausbildung,
auch nach dem Abitur habe ich sonst wie viele Karrierechancen, die sind oft wesentlich größer als manches Studium, was man betreibt, was am Ende keiner braucht. Bei 3 weiteren Ausbildungsmessen können sich Jugendliche orientieren. Am Standort Stolberg am 24. September, in Marienberg am 22. Oktober und in Aue am 12. November. Die Chancen für einen guten Ausbildungsplatz waren im Erzgebirge noch nie so gut wie heute. Relevantes für das Erzgebirge am Donnerstag. Im Rahmen des Kooperationsprogramms Freistaat Sachsen, Tschechische Republik können weitere 25 Projekte umgesetzt werden. So planen Breitenbrunn und Boschidar Gottesgab den Ausbau der Rad- und Wanderwege auf den Kammlagen des Erzgebirges rund um den Keilberg, den Spitzberg, beide auf tschechischer Seite, und den Fichtelberg auf deutscher Seite. Damit werden die dortigen Bergbaudenkmale besser für Besucher erschlossen. Die Europäische Union unterstützt das Vorhaben mit rund 2,5 Millionen Euro. Ein weiteres Vorhaben mit erzgebirgischer Beteiligung beschäftigt sich mit der Verbesserung der Sprach- und der interkulturellen Kompetenzen von Schülern. Im Projekt Dialoge – Gemeinsam lernen für Europa arbeiten der Verein Jener Planschule Markersbach und die Sprachengrundschule in Karlovy Vary Karlsbad zusammen. Sie möchten ihre Schüler für das Erlernen der Nachbarsprache begeistern. Das Vorhaben wird von der Europäischen Union mit insgesamt rund 183.000 Euro gefördert. Alle 25 neuen sächsisch-tschechischen Gemeinschaftsprojekte werden mit insgesamt 27 Millionen Euro von der Europäischen Union gefördert. Weiter mit Verkehrshinweisen. In Thalheim bleibt die Schulstraße im Bereich Haus Nummer 6a bis 6c bis zum 23. September aufgrund der Neuverlegung der Trinkwasserleitung voll gesperrt. Auf der Chemnitzer Straße, Meinersdorfer Straße, ist bis zum 30. September eine Ampelregelung notwendig. Hier wird eine Gasleitung verlegt. In Gelenau wird am Sonnabend die Straße der Einheit in Höhe Hausgrundstück 157 zwischen 6.30 Uhr und 15 Uhr voll gesperrt. Bei einer größeren Baumaßnahme kommt in dieser Zeit ein Kran zum Einsatz. Eine innerörtliche Umfahrung wird ausgewiesen. Ein Brand auf einem Firmengelände in Zschorlau nahe der Schneeberger Straße rief am Mittwoch Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Aus bislang unbekannter Ursache kam es in einem Sägespäne-Bunker zu einer Verpuffung und anschließend zum Brand. Nach bisherigem Erkenntnisstand wurde eine junge Frau verletzt und mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird sich nach ersten Schätzungen auf eine 6-stellige Summe belaufen. Das Sommerfest des Heidetreffs der AWO Erzgebirge in Schwarzenberg war hier die Auftaktveranstaltung für das Bundesmodellprogramm Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz. Ziel der lokalen Allianzen ist die Bekanntmachung der Ursachen, Veränderungen und Hilfsmöglichkeiten, die es bei einer Demenzerkrankung gibt. Die lokalen Allianzen für Menschen mit Demenz im Erzgebirgskreis bilden ein großes Netzwerk, was durch verschiedene Veranstaltungen auf die Krankheit aufmerksam macht und als Ansprechpartner bei Fragen zur Verfügung steht. Wenn Sie zu denen gehören, die bei unserem Quiz in dieser Woche mitmachen, zu gewinnen gibt es 3 CDs von Sterni und Freunde, frisch aus der Presse, dann dürfte Ihr Lösungswort langsam Form annehmen. Ich will nicht zu viel verraten, aber irgendwie hat das natürlich mit dem Thema Sterni und Freunde zu tun. Die Ersten haben das schon nach der Sendung am Dienstag geahnt und uns das richtige 5-buchstabige Lösungswort geschickt. Doch genug der Vorrede, zur Tagesfrage jetzt. Sterni und Freunde nennt sich das neue Musikprojekt, das der charismatische Erzgebirgsmusiker Sterni nach Auflösung seiner kultigen Vorgängergruppe Ende 2013 mit befreundeten Musikern auf die Beine gestellt hat. Waldesrausch heißt ihre erste CD, die im September veröffentlicht wurde. Bei uns gibt es in dieser Woche 3 Exemplare zu gewinnen. Gesucht wird ein Lösungswort mit 5 Buchstaben. Von Montag bis Freitag gibt es jeweils eine Quizfrage, die der Reihe nach zu den Buchstaben führt.
Die Quizfrage am Donnerstag lautet: Mit wem gründete Sterni Ende der 1990er Jahre die Kribbelkiefern? A. Mit Michael Schönfelder, B. Mit Bert Baldauf oder C. Mit Thorsten Lang? Schreiben Sie den richtigen Buchstaben als den vierten von insgesamt 5 Buchstaben des Lösungswortes auf. Morgen kommt die letzte Frage. Wer meint, die Lösung zu kennen und eine von 3 CDs Waldesrausch von Sterni und Freunde gewinnen möchte, der kann uns die richtige Lösung ab sofort mitteilen. Die Kontaktdaten sind eingeblendet. Die Gewinner werden unter allen Einsendern ermittelt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Termine und Veranstaltungen in Hülle und Fülle. Die Stadt Aue hat ein neues Projekt auf den Weg gebracht. Am Sonnabend erlebt im Stadtgarten am Carola-Teich die westerzgebirgische Leistungsschau Aus Liebe zur Region ihre Premiere. Von 11 bis 18 Uhr präsentieren sich dort mehr als 40 Akteure aus dem Bereich Handwerk und Erzeugung. Ines Schiek, Projektleiterin bei der Stadtverwaltung Aue: Gäste werden von der Vielfalt der Angebote begeistert sein. Unser Motto ist Genießen und Probieren, sagte sie. Bei der Auswahl der Aussteller haben Ines Schiek und ihre Mitstreiter Wert darauf gelegt, einen möglichst guten Branchenmix zu finden. Damit die Leistungsschau mehr als eine Messe ist, lockt ein umfangreiches Familienprogramm. Interessierte finden weitere Informationen im Internet unter zukunft-westerzgebirge.de. Der 17. September wurde bewusst als Veranstaltungstermin gewählt, da an diesem Tag deutschlandweit der Tag des Handwerks gefeiert wird. Ein DIA-Vortrag über die Wüste Sinai kann am Freitag in Thalheim besucht werden. Cornelia Hetzner aus Leipzig berichtet 20 Uhr auf dem Waldcampingplatz direkt am Lagerfeuer von ihren Kamelsafaris. Die Auto- und Motorradgeschichte des 20. Jahrhunderts wird am Samstag in Annaberg-Buchholz lebendig. Auf dem Ketplatz startet die Erzklassik 2016. Die diesjährige Route geht zunächst über Elterlein nach Geier. Von dort führt die Tour über Hormersdorf, Meinersdorf, Jansdorf und Neukirchen zur Zwickauer Straße in Chemnitz. Dort ist ab 12.30 Uhr Gelegenheit, die eindrucksvollen Exponate des Sächsischen Industriemuseums zu besichtigen. Etwa 15 Uhr startet die Rückfahrt. Circa 16 Uhr werden die Fahrzeuge auf dem Annaberger Markt eintreffen. In Bad Schlema gibt es am Wochenende eine Großveranstaltung, die massiv vom MDR beworben wird. Wir schauen auch auf die kleineren Dinge. So wird am Samstag in Bad Schlema in der Zeit von 10 bis 14 Uhr in der Gemeindeturnhalle ein Kinderflohmarkt durchgeführt. Die Veranstalter laden zu einem entspannten, wetterunabhängigen Einkaufstag ein, der sicherlich viele schöne Dinge zum Stöbern und Mitnehmen bereithält. Bei den Annaberger Klöppeltagen steht vom 16. bis 18. September die europäische Klöppelkunst im Fokus. Filigrane Spitzen, spannende Vorträge und weitgereiste Gäste werden unter anderem aus Spanien, Frankreich und der Tschechischen Republik erwartet. Attraktive Ausstellungen, Modenschauen und Kurse sowie Vorträge, Führungen und Materialien rücken das jahrhundertealte, aber nach wie vor junge Klöppelhandwerk ins Licht der Öffentlichkeit. Von der Historie bis zur Moderne, von der Tradition bis zur Avantgarde wird ein Bogen über mehrere Jahrhunderte geschlagen. Die faire Woche in Deutschland nehmen die Arbeiterwohlfahrt und das Kulturzentrum Goldene Sonne in Schneeberg zum Anlass für ein Gemeinschaftsprojekt, das Jung und Alt unvergessliche Stunden beschert. Mit dem Tafeltag unter dem Motto »Eine Welt« geht es am Sonnabend im Herzen der Bergstadt vielseitig zu. Geboten wird von 9 bis 16 Uhr auf dem Schneeberger Markt ein buntes Programm mit Musik, Unterhaltung, Spiel und Spaß sowie kulinarischen Leckereien. 3, 2, 1, Start! In Eibenstock wird am Sonnabend der 21. Dreitalsperrenmarathon gestartet. Der vom Marathonverein Eibenstock organisierte Wettbewerb zählt zu den größten Volkssportevents des Erzgebirges. Viele Sportler aus nah und fern haben bereits gemeldet. Es liegen Meldungen aus Tschechien, Österreich und Schweden vor. Alle Infos unter 3-talsperren-marathon.de.
In Seifersdorf findet am Sonnabend auf der Dorfstraße das traditionelle Dorf- und Teichfest statt. Auch in diesem Jahr wird beim Armbrustschießen für jedermann der Seifersdorfer Schützenkönig ermittelt. Ab 14 Uhr erwarten die Gäste leckere Speisen und Getränke, ein Wettkampf an der Bierrutsche sowie Unterhaltung durch einen DJ. Ab 20 Uhr gibt es Live-Musik mit den Strings. Der Eintritt ist wie immer frei. Am Sonntag beginnt 10 Uhr an gleicher Stelle das Kinderfest mit dem Seifersdorfer Seifenkistenrennen für Bobbycars und Seifenkisten sowie weitere Überraschungen. Die Gartenbahn Frohnau öffnet am Sonnabend in der Zeit von 10 bis 18 Uhr nicht nur zum Zuschauen, sondern jedermann kann auch einmal selber fahren. Egal ob mit eigenen Fahrzeugen oder mit den Fahrzeugen des Vereins, mit Akku oder Echtdampf. An diesem Tag werden 6 Züge nach einem besonderen Fahrplan verkehren. Außerdem können Interessierte auch hinter die Kulissen des Gartenbahnbetriebes schauen. Gleichzeitig fährt an diesem Wochenende eine 5-Zoll-Bahn, auf der die Kinder mitfahren können. Das war sie fast schon, unsere Sendung am 15. September. Haben Sie gewusst, dass der 15.9. der europäische Prostata-Tag ist? Unsere Staatsministerin Barbara Klepsch rät uns Männern anlässlich des europäischen Prostatakrebstages: Früh erkannt ist Prostatakrebs gut heilbar. Deshalb sollten Angebote zur Prävention und Früherkennung stärker in Anspruch genommen werden. Jährlich werden rund 3.500 Männer in Sachsen mit Prostatakrebs diagnostiziert. Mit 23% aller Krebsfälle ist es die häufigste Krebserkrankung bei Männern. 700 Männer versterben pro Jahr in Sachsen an dieser Krebsart. Das sind 10% aller Krebstodesfälle. Häufigere Krebstodesursachen bei Männern sind nur Lungenkrebs mit 23% und Darmkrebs mit 12%. Die Sterberate ist in den letzten 10 Jahren weiter rückläufig. Etwa 2/3 der Fälle werden in einem frühen Stadium diagnostiziert. Ist dies der Fall, sind die 5-Jahres-Überlebensraten sehr gut. Nun wissen wir das auch. Gut, dass Sie heute dabei waren. Glück auf! Unsere Moderatoren werden ausgestattet von Herrenmode Bleil, August Bebelstraße 72 in Schorlau und mit umfangreichem Sortiment auch im Internet unter www.herrenmodewelt.de.